Fleming den Harry Potter Filmen war sie das verträumte Mauerblümchen mit den Cola-Augen, Luna Lovegood, gespielt von Eva Nadelich, 26, EM. Strong, die irische Schauspielerin, verkörperte die Halbbluthexe zum ersten Mal mit 15 Jahren in Harry Potter und der Orden des Phönix, 2007, und zuletzt in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2, 2011. Was hat Eva Nadelich seitdem gemacht, wie geht es ihr heute, Strong? Spanklas gleich. Schartext: Strong aus dem Teenager-Mädchen von einst ist eine engagierte junge Frau geworden, die ihren setzt sich unter anderem für den Tierschutz ein und ist seit 3 Jahren Veganerin, und das, obwohl sie, wie sie auf Instagram schreibt, die meisten Gemüsearten hasst, Strong Span. Eva Nadelich moderiert sogar einen Podcast zum Thema Veganismus, Arif gleich, https, www.technikpeps.com, Target gleich, blank, real gleich, no opener, class gleich, externer Link, durch Hickpesa. Auf ihrem Arif gleich, https, www.instagram.com, sie fühlen sich, Target gleich, blank, real gleich, no opener, class gleich, externer Link, Instagramer Profil folgen ihr 1,5 Mio. Fans, und die versorgt Lynch regelmäßig mit süßen Fotos von ihrer Katze, Puff. Und natürlich auch mit Peach von sich selbst, die Iring präsentiert sich gerne in körperbetonten Outfits und mit tiefrotem Lippenstift, sexy Hexen. Strong auch als Model arbeitet Lynch hin und wieder, zierte sogar das Cover des Magazins Runway. Und das mit einer Körpergröße von gerade einmal 1,58 Meter Strong. Schauspielerisch ist es zwar ruhiger geworden um die 26-Jährige. Ganz an den Nagel gehängt hat sie den Beruf nach Arif gleich, Bild plus Unterhaltung, Leute, Harry Potter, die größten Skandale in 20 Jahren, 52.319.012. Bild HTML, Harry Potter, aber nicht. 2013 spielte sie die Luna Lovegood noch einmal im Harry Potter Musical, A Harry Potter Senior Year, das als TV-Film ausgestrahlt wurde. Es folgten Rollen in der Hechschel-Komödie, GBF, 2013, im Drama, Danny and the Human Zoo, 2015, und die Titelrolle im Teenager-Drama, Mein Name ist Emily, 2015. Eben auch wenn Eva Nadelich die Zauberwelt inzwischen hinter sich gelassen hat, ihre Fans bleiben der blonden Schönheit bis heute treu.